So, Freunde, heute gibt es wieder mal seit langem ein Review und Unboxing. Mich hat hier ein Paket aus Deutschland erreicht. Und es handelt sich dabei um die neue Stimulation Prime Pro X. Und bevor wir ins Unboxing reingehen, ich habe bei Stimulation einen Gutscheincode Swiss, der gilt auf alle Pfeifen, also auch auf die neue Prime Pro X. Und da bekommt ihr einen Silikonschlauch und ein V2A Mundstück kostenlos dazu beim Kauf einer Pfeife bei Stimulation und supportet mich dabei. Also nicht vergessen, wenn ihr die Pfeife nachher bestellen werdet. Aber ich würde sagen, so seht ihr nicht allzu viel. Ich haue euch mal da nach oben, dann öffnen wir das Paket und schauen mal rein und packen die Pfeife hier aus. Ich bin extrem gespannt. Ich habe die auch noch nicht angeschaut, das ist auch das erste Mal, dass ich die sehen werde, aber wir werden die zusammen anschauen und die verschiedenen Features von der Pfeife durchgehen. So, dann nehmen wir mal die gute alte Kohlezange und machen das Paket hier auf und schauen mal, was wir da drin finden werden. So, also zuerst einmal gute Menge an Verpackungsmaterial am Start hier. Das schützt auf jeden Fall die Pfeife extrem. Und dann sehen wir es hier auch schon, Stimulation Prime Series. Kennen vielleicht die einen diese Art von Verpackung von Stimulation? Ich nehme die hier kurz raus. So, also hier haben wir die Pfeife an sich. Ohne das restliche Verpackungsmaterial hier. Ich schaue gleich mal, wie ich das aufkriege. Das ist da auch noch zu. So, und dann kann man das hier einfach aufklappen. Und hier sehen wir jetzt schon die einzelnen Teile der Pfeife. Ich denke, ich nehme hier mal das ganze Verpackungsmaterial aus. Gut bei Stimulation ist immer, die Pfeife ist eigentlich meist schon fertig zusammengebaut, also Leute, die nicht wissen, wie man eine Pfeife aufbaut, haben da keine Probleme oder sollten besser gesagt keine Probleme haben. Und hier haben wir auch schon die Pfeife am Start. Ihr seht jetzt hier noch nicht so viel. Wir werden nachher alle Teile einzeln durchgehen von der Pfeife, aber die ist eigentlich schon komplett zusammengebaut hier. Wir können mal schauen, was sonst noch so mit dabei war im Paket. Hier haben wir einmal noch den Schlauchadapter, denke ich mal. Yes, der ist hier nochmal einzeln verpackt. Den können wir dann einfach reinmachen hier. Und dann haben wir noch ein Zettel hier von Stimulation mit einer sehr schönen Büroklammerhalter-Dings da. Da können wir auch mal reinschauen, was da so alles drin ist. Und dann sehen wir hier, wir haben einmal ein Zertifikat von Stimulation. Da steht einfach, dass das eine originale Stimulation ist mit schönem Glitzerzeug hier drauf. Sieht auf jeden Fall extrem edel aus. Dann haben wir hier eine Anleitung und noch Thank you for purchasing your new hookah from us. Welcome to the world of Stimulation. Sehr schön. Die Anleitung können wir auch mal einen Blick reinwerfen. Hier wird wirklich alles extrem gut erklärt. Also ich werde da jetzt nicht alles durchgehen, aber ihr könnt da Pause drücken und die einzelnen Teile lesen. Auch hier hinten noch eine Reinigungsanleitung mit dabei und dann noch den Aufbau nochmal beschrieben hier. Also alles sehr schön grafisch dargestellt. Hier sogar nochmal das neue Purge Control System. Das muss ich mir dann auch noch kurz durchlesen, damit ich euch das richtig zeigen kann. Aber ansonsten war es das eigentlich von dem Lieferumfang und ich würde sagen, wir gehen mal die einzelnen Teile durch von der Pfeife hier. Und wie immer bei einem Review von mir fangen wir unten an mit der Bowl von der Stimulation Prime Pro X. Hier oben könnt ihr sehen, da hat es ein paar Eingravuren drin. Das ist einmal die Stimulation Click Gravur und eine Seriennummer, damit ihr seht, dass die Pfeife original ist. Die ist auch bei Stimulation im System. Also da ist dann klar, dass es eine originale Stimulation ist. Vorne drauf haben wir nochmal, wie auf allen Stimulation Bowls, diesen Sticker drauf. The Stimulation Ways is unique, it was created in traditional craftsmanship, bla 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 bla. Also einfach sehr, sehr gute Bowl von der Qualität, handgeblasen, nochmal an dieser Stelle. Und ich habe hier die Variante Crystal. Die Bowl gibt es in vier verschiedenen Ausführungen mit dieser hier. Einmal in der Crystal, die ich hier habe, einmal
in der Clear Edition, einmal in der White Edition und einmal in der Black Edition. Und die Balls sind auch an das Design von der Stimulation Pro X angelehnt. Also die schwarze Ball zum Beispiel hat hier in der Mitte die Aussparung, wie ihr es von der Pro X kennt. Hier sehen wir vorne drauf auch noch das Stimulation Logo in schwarz. Ich habe die Ball vorhin untersucht. Ich habe eine klitzekleine Blase gefunden, nein, zwei klitzekleine Blasen hier oben. Aber das ist überhaupt kein Problem, das kann immer passieren, wenn man Balls herstellt. Also solange die nicht größer sind, habe ich da überhaupt keine Probleme damit. Und das ist kein Problem, also die Qualität sieht extrem gut aus. Die Glasdicke scheint mir auch schön dick. Ich hatte bis jetzt noch nie Probleme mit einer Stimulation Bowl. Und hier sieht man auch noch schön, wie viel Wasser das da mit reinkommt. Das hilft auch noch vielen weiter, wenn die nicht genau wissen, wie viel Wasser sie da reinfüllen sollen. Und hier oben haben wir das berühmte Stimulation Click 360 Anschlusssystem. Aber auf das werden wir gleich zu sprechen kommen. Wir schauen uns jetzt zuerst einmal die Base an. Ihr seht es, etwas anders, als man es kennt bisher von Stimulation. Dieses Teil hier oben ist neu, auf das gehen wir gleich ein. Aber die größte Änderung hier ist auf jeden Fall, da ist nur ein Anschluss am Start und das gefällt mir persönlich extrem gut, weil ich mag Pfeifen mit einem Anschluss. Ich bin nicht der größte Fan von Pfeifen mit mehreren Anschlüssen, weil ich sowieso immer nur mit einem Schlauch rauche und ich finde, es sieht viel, viel ästhetischer aus. Wenn wir hier mal reinschauen, sehen wir, auch diese Pfeife hat die Durchzugskontrolle mit dabei. Also wenn man hier dreht, kann man den Durchzug regulieren und den größer oder kleiner machen, je nachdem wie man möchte. Das kann man auch rausnehmen, hier muss man einfach mit etwas Kraft ziehen. Und dann kommt dieser Anschluss raus und dann könnte man auch diese Platte hier mit rausnehmen, weil die den Durchzug minimal verkleinert. Also wenn da jemand noch mehr Durchzug möchte, kann er die einfach rausnehmen und das dann wieder reinstecken und dann funktioniert alles wie gehabt vorhin und dann hat man die Platte draußen. Und hier oben sehen wir jetzt das neue Purge System von der Stimulation Prime Pro X. Und ihr seht schon, das hat Löcher in zwei Richtungen. Wie es dann in Action aussehen wird, zeige ich dann später, wenn ein Kopf an ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, man kann hier drehen und dann kann man entscheiden, ob der Rauch nach oben raus soll oder nach unten raus. Also je nachdem, wie man möchte, das läuft auch extrem gut hier. Also qualitativ überhaupt keine Frage. Stimulation auch wieder ganz, ganz oben mit dabei von der Qualität. Auch diese kleinen Riffeln hier, sehr, sehr schön. Fühlt sich alles extrem gut an von der Verarbeitung und der Qualität her. Und dann machen wir weiter mit dem Tauchrohr. Hier sehen wir einen verstellbaren Diffusor inbegriffen. Einige Leute von euch feiern den Diffusor nicht, was ich nicht verstehen kann. Ich rauche sehr, sehr gerne mit Diffusor. Wenn das so ist, könnt ihr den einfach rausmachen, indem ihr das hier runterzieht. Und dann könnt ihr das wieder hoch machen und dann habt ihr Diffusor. Könnt auch nur auf eine Stufe machen. Da könnt ihr das dann so einstellen, wie euch das am besten passt. Und jetzt können wir uns auch mal noch die Gewinde anschauen, weil die laufen wie bei Stimulation üblich wirklich butterweich, also überhaupt keine Geräusche und das Ganze ist schon zu. Die laufen wirklich 1er. Verarbeitung sucht seinesgleichen definitiv. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Hier haben wir einen 18/8 Schliffadapter, der einfach reinkommt. Mag ich immer, wenn es 18/8 Schliff ist, weil man hat immer ein Durcheinander, wenn man irgendwie 16 was weiß ich noch dazu hat. Das wird dann immer nur komplizierter. Und dann sind wir auch schon fast durch hier. Es kommt noch die Rauchsäule mit dazu. Das ist überhaupt nichts Spezielles, typisch für Stimulation. Schön schlicht, gerades Design gehalten. Oben 18/8 Schliff, damit der Teller rein kann. Das können wir einfach hier reinschrauben und auch hier wieder das Gewinde läuft butterweich. Und dann kommen wir auch schon zum Teller. Nicht wundern, die Stimulation-Pfeifen kommen immer noch mit dieser Beschichtung drauf auf dem Teller. Die muss natürlich zuerst abgekratzt werden und die hält extrem gut. Die schützt einfach den Teller vor Kratzspuren und so. Und das ist auf jeden Fall besser, wenn man das drauf lässt bis am Ende, weil sonst kann es immer sein, dass man da kleine Kratzer drauf hat. Manchmal kommt das besser weg bei den Stimulation-Pfeifen, manchmal schlechter. Ich glaube, jetzt habe ich gerade einen guten Anfang. So, dann ist er weg. Unten dasselbe noch. So, dann ist der Teller befreit und auch schon voller Fingerabdrücke. Genau deswegen ist die Folie drauf. Und der ist unbiegbar. Also gute Dicke hier. Auch hier V2A Edelstahl. Ich glaube, das ist gebürstet, wenn das hier diese Form drauf hat. Und meine Fingerabdrücke sind wirklich on fire hier drauf. Aber das
ändert ja nichts daran, dass es ein sehr, sehr schöner und schlichter Tiller ist. Auch die Konten extrem gut abgekontet, also überhaupt nicht scharf. Und dann kann man hier ganz normal den Kopfadapter aufschrauben. Da ist auch nichts Spezielles dran. Und hier vielleicht noch ein kleines schönes Detail. Hier unten hat man einen kleinen O-Ring drin im Schliff, dass der zu 100% dicht ist. Wenn man den hier oben drauf macht, der dichtet nochmal zusätzlich ab, damit hier wirklich alles 1A dicht ist. Und ich würde sagen, ich wechsle in die Frontansicht, damit ihr die Pfeife von vorne seht und ich euch nochmal das Steam Click 360 Grad System zeigen kann. So, also jetzt haben wir hier die Pfeife ready und wir können das Ganze raufmachen. Zum Verschließen kann man hier einfach runterziehen und dann den oberen Teil hier reinfallen lassen und dann ist die Bowl zu. Das ist ein extrem geiles Prinzip und ist immer noch unübertroffen, finde ich, von Simulation hier. Sehr, sehr geil gemacht und das Geile ist halt auch hier, hat man das 360-Grad-System. Das heißt, man kann hier den Schlauchanschluss rundherum drehen, ohne dass sich die Bowl löst oder so. Also wenn man mal die Position wechselt und nicht die ganze Pfeife drehen will, da kann man das Ganze einfach so anpassen, wohin das der Schlauch zeigen soll. Es läuft auch extrem flüssig hier, also sehr nice auf jeden Fall. Und die Pfeife sieht, würde ich sagen, sehr, sehr schön aus. Ich habe hier die Nummer 1625. Ja, da sind wohl einige rausgegangen schon oder die haben nicht bei Null angefangen. Sehr, sehr wild auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, damit ihr die Pfeife noch etwas genauer seht, blende ich euch jetzt kurz ein paar Detailshots hier ein von der Pfeife. Und da mache ich mir einen Kopf an und dann können wir auch schon über Rauchentwicklung und natürlich das Wichtigste, den Preis sprechen. Also bis gleich. Also bevor ich jetzt zum Schlusssport komme von diesem Video hier, nochmal ein paar Anmerkungen. Es ist mir wichtig, dass das hier transparent ist, also ich werde nicht bezahlt für dieses Video. Simulation hat mir die Pfeife zur Verfügung gestellt, kostenlos, damit ich das Video machen kann. Und bei dem Rabattcode SWISS, den ihr verwenden könnt auf der Simulation-Seite, bekomme ich ein kleines bisschen Provision. Somit könnt ihr mich auch unterstützen, aber ansonsten bin ich dafür nicht bezahlt worden. Und ich denke, wir fangen direkt mal an mit dem Rauchverhalten. Ich blende hier auch immer wieder ein paar Eckdaten von der Pfeife an, falls das irgendwelche Leute interessiert. Also das Rauchverhalten finde ich extrem angenehm. Ich mag es persönlich, wenn man minimale Restriktion beim Durchzug hat, also wenn man etwas ziehen muss, einen leichten Widerstand spürt. Das hat man hier so, auf keinen Fall unangenehm. Also ich würde das etwa mit dem Rauchverhalten der Pro X vergleichen vom Durchzug her. Und wenn man diese Platte hier rausnimmt, dann wird der Durchzug nochmal etwas leichter. Und so sollte eigentlich jeder seinen passenden Durchzug finden, auch mit dem Verminderer hier. Also da kann man das auch auf Tradi-Niveau umstellen. Also ich rauche die Pfeife sehr gerne, die Köpfe, die ich bis jetzt geraucht habe. Vom Design her natürlich immer Geschmackssache, aber ich persönlich feiere es, dass Stimulation eine Einschlauchpfeife rausgebracht hat, weil ich das einfach schöner finde und es sieht meiner Meinung nach ästhetischer aus. Und das Ausblasventil habt ihr vorhin im kurzen Video auch schon gesehen, feiere ich auch, finde ich geil, dass man das umstellen kann. Ob man das am Ende wirklich braucht, ist jedem überlassen, ist auf jeden Fall eine nice Spielerei. Jetzt habe ich es gerade auf nach unten eingestellt und wenn man hier dreht, so, dann geht er auch nach oben weg, was auf jeden Fall sehr, sehr schön aussieht und mir so gefällt. Die Verarbeitung der Pfeife ist wirklich top, also da habe ich überhaupt keine Mängel gefunden. Alle Gewinde super verarbeitet, alle Teile generell extrem schön verarbeitet, da funktioniert alles, wie es sein soll. Die Pfeife wird auch komplett in Deutschland hergestellt, also nicht wie andere Pfeifen, wo nur der Teller oder so in Deutschland gefertigt wird und dann wird Made in Germany draufgeschrieben. Das merkt man auf jeden Fall an der Qualität, dass es wirklich höchstes Niveau ist von der Verarbeitung der Edelstahlteile her. Und da kann man auf jeden Fall nicht meckern, das passt, die Verarbeitung, auch die Features halt wie bei allen Simulation Pfeifen, solche Dinge wie das 360 Grad Klick, verstellbarer Diffusor, das Ausblasventil. Das ist alles einfach ein sehr, sehr nices und hochwertiges Gesamtpaket. Und ich würde sagen, dann kommen wir auch zu dem, was euch am meisten interessiert, und zwar dem Preis.
Die Modelle haben verschiedene Preise. Das teuerste ist die Crystal-Variante, die ich hier habe. Diese kostet 299 Euro. Die anderen Modelle kosten 279 Euro. Also damit ist es etwa 50 Euro teurer als die Stimulation Prime. Hat aber auch um einiges mehr Features, einen Anschluss weniger. Kann bei manchen eine Entscheidung sein beim Kauf, auf jeden Fall. Ich persönlich feiere es, wie ich schon öfters gesagt habe in diesem Video. Also ich finde, Preise, wie immer, werde ich nicht groß diskutieren. Wer mehr ausgeben will für eine Pfeife und ihm die hohe Verarbeitung, das Design und so wert ist, der kann dann zuschlagen. Ich vergleiche das immer gerne mit Uhren. Eine 2-Euro-Uhr von AliExpress läuft genauso genau wie eine Rolex und kostet nicht mal annähernd so viel. Aber am Ende sagen beide die Zeit, am Ende ist es eine Pfeife, sie raucht, hat einfach einige Features, gute Verarbeitung, gutes Design und ich bin extrem zufrieden mit der Pfeife, ich feiere die sehr. Kritikpunkte, es ist keine Kopfdichtung mit dabei, verstehe ich immer noch nicht, wieso dass das nicht dazugegeben wird, vor allem bei so hochpreisigen Pfeifen ist das schon eher, ja, sollte eigentlich eine Kopfdichtung auf jeden Fall mit dabei sein, weil die kostet nichts für den Hersteller und irgendwann braucht man immer eine Kopfdichtung, also das wäre ein nice to have auf jeden Fall. Und Schlauch und Mundstück kriegt ihr, wenn ihr den Code SWISS verwendet bei der Bestellung. Übrigens, das ist das Stimulation Edelstahl Mundstück. Ich habe das hier in 24 Karat vergolden lassen, aber normal ist das einfach normal Edelstahl. Aber das liegt extrem gut in der Hand, hat ein gutes Gewicht, finde ich sehr angenehm, damit rauche ich fast immer. Sehr, sehr schönes Mundstück auf jeden Fall. Und ich würde sagen, an dieser Stelle war es das dann auch schon wieder mit diesem Video von heute. Ich würde mich extrem über ein Abo, Like und Daumen nach oben und Kommentar freuen. YouTube hat mir die Partnerschaft entzogen im Moment, deswegen könnt ihr mich einfach mit einem Abo supporten. Würde mich extrem freuen. Und wenn ihr die Pfeife kauft, benutzt auch den Code SWISS. Da haben alle was davon. Und ja, ich würde an dieser Stelle sagen, ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns schon sehr, sehr bald im nächsten Video wieder. Haut rein, tschüss!